Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge EU4 mit unseren Norwegen und zum Protestantischen mittlerweile. Müssen nur ein bisschen noch konvertieren, das Ganze. Müssen mal schauen, ob wir das noch ein bisschen schneller hinkriegen. Eventuell. Oh, das ist natürlich auch nett. Assimilation Eingeborene. Wenn man das damit reinnimmt, ne? Kirche macht plus 10%, ist auch nicht schlecht. Ich will mal kurz hier schauen, was hatten wir hier gewählt? Koloniewachstum, okay. Haben wir noch was gegen die Aufstände? Nee, ne? Ich glaube nicht. Also das können wir, glaube ich, noch mal da reinnehmen. Das machen wir mal. Das hilft dann noch ein bisschen. Geistliche Minister würde ich auch mal noch mit reinnehmen. So. Aufsicht durch den Pastorenstand. Nee, das machen wir nicht. Das muss nicht sein. Gleiche Religion, ja, das ist okay. Haben wir noch? Nee, haben wir nicht. Okay, wir haben keine. Wie heißt es? Darlehen, genau, das wollte ich sagen. Ich habe gesehen, bei Norwegen können wir noch ein bisschen was für den Missionsbaum tun, tatsächlich. Entwickelt haben, nee, was. Zum Beispiel müsste hier noch ein Dock gebaut werden, bevor wir die annektieren. Das wäre gar nicht so schlecht. Müssten wir noch mal ein Darlehen aufnehmen. Könnte man machen. Bergwirtschaft, Darlehen. So. Dann können wir hier mal ein Dock bauen. Wo ist es? Da ist es. So. Bevor wir die nämlich annektieren, damit die ihre Sachen fertig haben. Dann haben wir hier noch was. Das ist Alukrales Erzbistum. Was macht das? Nichts für uns. Ihr Marktplatz, einer der folgenden Punkte musst du, der Marktplatz oder Dock, hier hinten. Da brauchen wir doch noch einen Marktplatz, würde ich sagen, ne? So. Das sind die schon mal bedient, soweit, denke ich. Ach, wir können übrigens noch das hier machen. 20 Flottentradition, wir kriegen permanente Ansprüche, wir kriegen mal Koloniewachstum. Das sollten wir auf jeden Fall auch noch machen. Hier braucht man noch eine Werkstatt und eine Waffenmanufaktur. Na, ganz geil. Hier haben wir schon eine. Ich habe die Kupfermine noch gar nicht gebaut. Das sollte ich vielleicht auch mal tun. Und erst die Werkstätten. Oder Waffenmanufaktur. Geht aber erst ab Tech 11. Das wäre die nächste. Okay. Was haben wir hier? Ein bisschen Nachstellen. Genau, das braucht immer. Hier habe ich schon überall. So ziemlich. Wie schaut es damit aus? Können wir auch noch ein bisschen was machen. Marktplätze haben wir soweit alle. Das brauchen wir nicht. Verteidiger des Glaubens könnten wir machen. Mehr Missionare. Oder als Kosten Missionare. Kirchenmarkt, Prestige jährlich. Kriegsmöglichkeit jährlich. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben minus 71. Ey. Kostet halt 500. Da baue ich lieber erstmal das Ding aus. Die Stabskirche haben wir auch noch, ne? Ah. Das sind der zweite ganz nett. Aber ich glaube, ich mache erstmal das hier. Die Kupferminen. So.
habe wieder kein Geld mehr. Ich habe den Kredit noch nicht zurückgezahlt. Das war doof. Wir müssen noch die Korruption bekämpfen. Das ist ein bisschen teuer. Okay. Was machst du? Du läufst darüber. Okay. Hatte ich gerade einen Krieg geführt? Das weiß ich gar nicht. Verbessert die Hauptstadt. Ja, nehmen wir mal Rekrutenreserven. Hatte ich noch irgendwie Kernprovinzen? Nee. Die ich noch machen musste? Habe ich nicht. Ich will gerade auch mit Großbritannien angreifen. Tatsächlich. Da kommt schon wieder Rebellen in 3 Jahren. Das geht weg. Die Schwedischen gehen auch weg. Weil die sind gerade selber im Krieg. Wen hatten wir noch so als Vasallen? Letgarn und Pern. Das könnte man auch vasallisieren, ne? Wie schaut denn das hier aus? Usbekistan hilft nicht. Baschkirien sind nicht so stark, glaube ich. Ne, die haben nichts. Müssen wir eigentlich Blaue Horde angreifen. Das machen wir jetzt. So. Müssen wir erstmal zurücklaufen. Nicht, dass wir angegriffen werden. Müsst hier rüber. Hier auch. So. Auf geht's. Könnten Politanon rufen, das machen aber mal nicht. Ich würde aber gerne die Rekruten nehmen, glaube ich. Oder das Geld. Ist noch unser Verbündeter Böhm. Dann nehme ich mal dein Geld. So. Könnte noch ein paar Staaten gründen. Die Pfalz ist Kaiser geworden. Ach stimmt, Österreich war bei uns kaputt, ne? Okay. So, da kommen 18.000. Okay. Team verbessert. Okay. Hatte ich Dingens drin? Ja. Da wird noch konvertiert. Okay. Hier oben. Okay. Interessant. 6 Monate. War's. Aha. So, wir warten mal noch kurz auf die andere Armee. So. Damit wir die erledigen können, entsprechend. Ne? Lässt du uns durch? Nö. Warum auch? So. So, die Dinger werden gebaut. Wann werden die fertig gebaut? 11.333. Ja, das passt, okay. Hallöchen. Jetzt auch die Verstärkung warten. Weil die könnten recht mächtig sein. Was haben wir im Krieg? Nizhny Novgorod. Okay, wo ist das? Da. Dann als wir das Krieg holen, würde ich sagen. Ja, es sind doch einige Truppen. Es sind jetzt doch mehr, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Achso, wegen unserem Vasallen, ne? Die habe ich gar nicht mit einbezogen. Beziehungsweise, ich habe falsch gedacht. So, da besetzen wir erstmal hier oben, würde ich sagen. Ein bisschen.
So. Moskau ist einmal komplett konvertiert. Sehr schön. Dann machen wir hier oben weiter. So. Damit das hier alles schön protestantisch wird. Nordisch ging ja leider nicht. Aus Gründen. So. Was sollte dem da oben mal sich vorknüpfen? Das sollte ja kein Problem sein, genau. Also da runter kommt bitte. Schließt sich auch keiner an hier, ne? Was, schon fertig? Das, ja. Fix geht das. Richtig fix. So, dann schnappen wir uns mal die Festung. Achso. Das ist die blöde Festung im Weg, ne? Na gut. Sehr unpraktisch. Ich schätze mal so anmerken da. Kommt da auch nicht durch. Nicht wirklich. Oh, die haben Truner werden. So ein Pech aber auch. Von Litauen haben wir nicht dazu. Das schaffen wir ohne die. Ich würde gerne das ganze Geld mir holen. Und hier holen wir uns Ansprüche. Aber schon. Okay. Das ist ein Rebellen, das ist eher unpraktisch. Nee, geh mal hier oben lang. So. Was ist das hier? Grünland? Nein, Grünland ist doof. Nachricht an die Gläubigen. Große Vorteil der Staatskredite bis jetzt möglich, alle Gläubigen ein Land auf einmal zu erreichen. Mhm. Richtigkeit unseres Krieges propagieren. Ja, schnell ist gefreut um minus 10. Diese Nahstärke. Toleranz. Würde dann schneller gehen, ne? Kostet halt 50 Kosten. Kirschen macht. Aber ich glaube, ich würde lieber hier sparen. Dass wir hier was nehmen können. Oder? Das ist 43, 10 Jahre lang. Nee. Oh, haut er ab. Das ist gut. Dann können wir die quasi von hinten überraschen oder so. So, da oben ist schon protestantisch. Machen wir hier weiter? Ja, ne? Machen wir erstmal hier, wo das Gebäude ist. Diese Einheit erzwingen. Dann das gucken. Muss es? Ja. So geht das nicht. Achso, über die Kupfermine überhaupt, deswegen geht's nicht. Na toll. Na gut. So, drauf da. Haben die viele Pferde? Oh, die haben keinen Anführer. Das ist ja perfekt. Ist ja super. Wunderbar. Oh oh. Nicht gut.
Gar nicht gut. Au. Das tut weh. Oh. Au. Schleiß Giga erhöht. Oh, sehr schön. Au. Das tut weh. Zum Glück geht das nur auf die See, Leute, weil das waren nur unsere Marines. Wie geht's? Einigermaßen. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Kredit zurückgezahlt, okay. Fertig. War das richtig? Ja. Einmal können wir, glaube ich, entbehren. So. Was ist das hier? Auch wieder Steppe. Sehr ungünstig. Wenn ich das mal so anmerken darf. Ja. Okay. Das ist natürlich bei uns wieder genau die Rebellen rauskommen. Sehr unschön. Sehr, sehr unschön. Ja, ist auch wieder Steppe, ne? Steppe ist blöd. Prozent. Dann holen wir uns die, ha? Huh? Will die das schon für uns belagern? Da bin ich mal so frei. Oh, da will jemand brechen? Wer denn? Spanien? Warum? Wegen Politon? Wir haben hier den ganzen Schiffsbedarf, ey. Das ist aber sehr unpraktisch. Hey, hey, hey. Okay. Gott, habe ich einen Haufen Ansprüche jetzt. So geil. Für den Krieger werden wir das da hinten holen, theoretisch. Neufundland auch. Westerbotten. Jetzt muss ich erstmal schauen. Plus noch hier drüben. Okay. Ja, dann machen wir hier weiter. Bis einer erzwingen. So. Das soll mir recht sein. Musste man eigentlich einen Belagerer, ne? Ist hier einer dabei? Auch nicht. Nicht so wirklich. Okay. Plünderung von Ukek. So heißt es. Mal gucken. Was wollte ich jetzt gucken? Achso, Professionalität. Und bei 21 schon. 5 Prestige verlieren wir. Ja, mach ich lieber das. Belag von Saratov gewonnen. Sehr schön. Haben die jetzt was geplündert? Hä? Doch, ach, das ist Ukek, okay. Das heißt so komisch.
Ja, ist ja alles Steppe hier oben, ne? Das ist ja unpraktisch. Muss ich sagen. Schenk an den Start. Gerne doch. Ist blöd, dass Spanien hier das Bündnis aufkündigen will, ne? Großbritannien beleidigen. So, ohne Prestige funktioniert das leider nicht. Verdammt. Na toll. Das ist ja unpraktisch. Kann ich eigentlich nur die Beziehung verbessern? Aus bester Hoffen. Quasi. Oh, da oben ist Wald. Ach, verdammt. Verdammten. Ne? Sehr praktisch. Aha, noch erwischt. Jetzt muss der andere bloß noch rechtzeitig ankommen. Nachfragt, Staatssee ist vorüber, okay. So, dann das Gucken geht jetzt leider gerade noch nicht. Das ist okay. Kann ich nicht rausnehmen, okay. Schön im Wald angreifen, da. Können sie nicht viel machen. Wunderbar. Perfekto. Können wir ja fast den mit der Unruhe nehmen. Solange wir noch ein bisschen Unruhe haben. Ne? Nee, kommt es. Das geht schon. Das kriegt man schon so hin. Da ist wieder kein General drin. Warum auch immer. Oh. Das ist ja unpraktisch. Ja. Ja, die sind trotzdem relativ stark, ne? Muss ich sagen. So, dann laufen wir da runter. Ist halt auch wieder nur Trockenland. Sehr unpraktisch. Ah, okay. Sogar keiner drin da. Apashkirin hier hinten. Ah, stimmt, ja. Kriegt der drüben ständig Eroberungskriegsgründe. Ist ja geil. Button, könnten wir konvertieren. Wunderbar. Läuft. Würde ich mal sagen. Schwierig. So, gucken wir mal kurz, ob das Zeug hier gebaut wurde. Mhm. Dann müsste der jetzt das theoretisch abgeschlossen haben, ne? Nee. Ah ja, nicht genug Flottenstärke. Ach, verdammt. Das hier hat funktioniert. Perfekt. Da kriegt er nur da auf der Ansprüche. Er war aber Flottenstärke, ne? 100 des Limits hat er aber nicht. Siehst du das irgendwo?
Militärflotten. Novgorod. Novgorod. Limit ist bei 11. Herr 10. Ah, hat er ja fast alle. Ja dann. Oh. Der hat Kanonen. Er ist so eine Sau. Nö, nö. So, ich muss mal die eine Festung da einnehmen, bitte. Das wäre schön. Und dir natürlich. Das wäre sehr hilfreich. Müssen wir mal gucken. Mach bloß hin, du. Ah, es dauert wieder her. Sehr nervig. Oh, die Reformation ist da. Sehr schön. Diamanten in der neuen Welt, okay. Was für Miakt? Das Ende des Spiels. Oh. Oh, was ist jetzt los? Ah, Regel des Chaos. Das ist natürlich sehr unpraktisch. Man kann gerade mal bei 31%. Das ist nicht gut. Ich glaube, du hast keine Rekruten mehr, ne? Ja, deswegen greift er nicht an. Haben die wieder Gold gefunden? So, das haben wir auch. Wunderbar. Laufen wir mal da hoch. Müssten wir jemanden zurückrufen. Irgendjemanden. Dich. Andere haben wir nicht. Wäre schön, wenn wir das noch schaffen, bevor er die Festung genommen hat. Ja. So viel dazu. Ganz toll. Weitermachen. Machen wir da mal die religiöse Einheit, dann passt das auch. Kommt dann auch moskauischen Nationalisten, ja ganz toll. So. Das ist unpraktisch. Ohne Katastrophe. Da fällt mir ein, ich bräuchte nochmal so ein ein Conquistador oder wie das heißt. Das wäre auch nicht schlecht. Müsste man auch mal einen losschicken. Was haben wir erledigt? Theologische Fragen. Okay. Regierungsfreiheit von Norwegen tritt ein. Okay. Die Reformation ist in vollem Gang und auch innerhalb unserer Regierung stellt sich die theologische Frage, auf welchen Glauben wir uns bekennen sollen. Unsere Folge war dem Papsttum, in gewissem Maße auch dem Christentum insgesamt, noch nie besonders zugeneigt. Doch Religion spielt für uns dennoch eine Rolle. Wir haben die Wahl, entweder dem Papst treu zu bleiben oder die Reformation zu unterstützen. Ah, okay. Dann machen wir natürlich... Protestantisch.
So. So, Religionsfrage. Was musst du machen? Konvertierung. Okay. Mit 50 Kirschen macht. Oh, sehr schön. Schwert der Reformation. 25 Jahre. Kirschen macht plus 10 Pistolengleichgewicht. Ja. Weiß gar nicht, wie hoch das hier geht. Nicht, dass ich hier was verhaue dann. Da müssen wir die Stabskasse ausbauen. So, bin ich mal gespannt. Okay, hat drauf gerechnet. Sehr schön. Will ich erstmal auf die Missionarstelle gehen, hm? Aber wir kriegen ja noch einen extra Boden, ist gar nicht gesehen. Okay. Da wollte ich hin. Ich würde das mit dem Missionarstelle nehmen. Für den Anfang. Kriegt man nämlich auch Rekrutenreserve. Bis 45, 10 Jahre, okay. So, gucken. Frieden machen vielleicht. Hm? Geld auf jeden Fall. Kann er was dagegen? Ne? Nee. Würde man erstmal so machen, oder? Ja, noch nicht. Plündern der Hauptstadt. Nicht ganz. Okay, dann lassen wir das. Ich will eigentlich mehr dein Geld haben. Darum geht es mir hauptsächlich. Danke. So. Schon besser. Da oben müssen wir auf die Rebellen wegklatschen. Machen wir das mal. So. Diese Einheit ist jetzt natürlich nicht so prickelnd, ne? So, das verkleinern wir mal alles. Da hinten auch. So. Flupp. Hörst du da noch? So. Okay. Lass du hier rüberkommen. Da konvertieren. Dauert nicht mehr ganz so lange. Ja, da lass gucken, fehlt jetzt noch. Ne? Machen wir erstmal das aus. Da sind wir auch durch. So. Okidoki. Wir müssen irgendwie das hinbekommen, dass wir schnell konvertieren. Wir können zwei zurückzahlen. Ich habe schon wieder keine Manpower mehr. Das ist echt schlimm, ey. Achso, Rebellen. Kurz die Rebellen noch weg, bitte. Danke.
Baschkirien ist Wutstadt. Okay, die holen wir uns dann das nächste Mal einfach. Dann passt das schon. Eigentlich bräuchte ich ja noch die religiösen Ideen. Eigentlich. Britischer Exilant. Ja, warum nicht? Habe ich jetzt auch nichts dagegen. Die ganzen Rekrutenreserven sind schon wieder weg, ey. Das ist echt übelst. Das muss ich schon mal so sagen. Könnt ihr überall angreifen, ne? Wo die Ansprüche sind. Oh, Spanien würde gar nicht helfen. Die haben einen Haufen Schulden. Immer noch. Ist nett, dass du für mich konvertiert hast. Finde ich gut. Muss ich das schon mal nicht machen. Oh, ein Spionage, das ist zusammengebrochen. Das ist sehr schade. Wieso haben wir hier so viel Aufstand? In der Bedienung wahrscheinlich, ne? Na, ganz toll. So, wir könnten hier weitermachen oder wir warten hier erst auf die nächste Stufe. Ist ja vielleicht besser. Wo der Unterhalt natürlich billiger wäre, ne? Das ist natürlich auch nicht zu verachten. Ah, der ist auch auf defensiv gegangen, okay. Kavallerie und Infanterie. Ja, das wäre schon eine wichtige Technologie eigentlich. Mist. Jetzt standen wir da wieder übereinander. Sehr ungünstig. Wo ist der jetzt hin? Passt. Das ist gut so. Oh, Manöver am Meerführer, das ist gut. So, bitte auffüllen. Hm, 37, okay. Da warten wir noch so lange. Könnten noch mehr Kirchen bauen. Könnten wir noch ein bisschen die Produktion anheben. Habe ich hier schon eine? Ja. Diplomatische Reputation plus 2. Die machen wir auch erstmal nicht. Ich muss sie erstmal wieder ein bisschen auf den grünen Zweig kommen, glaube ich. Das wird es nicht. So, da weitermachen. Ah, keinerlei. Dinge, ja, das ist sehr ungünstig. Jetzt haben wir mal ein paar Darlehen zurück. So. Bisschen entspannt hier wieder, ne? Gut. Da würde ich mal sagen, machen wir erstmal wieder Schluss für heute. Ich danke wieder fürs Zuschauen. Und dann schauen wir mal, wie wir das nächste Mal weitermachen. Bis dahin. Ciao, ciao.